Es ist nicht ganz ausverkauft hier in Bad Wimsbach Neidharting. Aber zu diesem Ort, dem Austragungsort der Partie, gleich noch mehr. Hier sehen wir die Schiedsrichter. Andreas Feichtinger, der Mann in der Mitte, beendet nach einer schweren Verletzung. Erste Torannäherung durch Daniel Ginzek. Da hat er den Ball. Sofort die Flanke von May mit dem Kopf. Das ist ein interessantes Muster. Das könnte erfolgversprechend sein für die kommende Saison. Der 1,96 Stürmer aus den Niederlanden. Nette Gespräche, ein schönes Erinnerungsfoto. Und jetzt eine Karambolage im 16-Meter-Raum. Ohne Folgen für den Schiedsrichter, aber Folgen für Emajor. Und dann ist der Ball im Tor. Die Tschechen irritiert, ob der Schiedsrichter vielleicht doch mal abpfeifen möchte. Nicht jedoch unsere Männer. Die nutzen die Verwirrung aus. Und dann gibt es hier den Führungstreffer in der 41. Minute. Und das schauen wir uns gerne nochmal an. Benny Böckle legt dann auf für Yannick Engelhardt. Dessen Flanke verwandelt Vincent Vermey. Zweiter Treffer im Fortuna-Dress für den neuen Stürmer aus den Niederlanden. Das ist cool. Und das wird ihm jede Menge Selbstvertrauen geben. Erste Gelegenheit in diesem Match und direkt eingetütet. Wyszynski. Und dann die erste Riesenmöglichkeit für den Mann, der aus der Innenverteidigung mit nach vorne gekommen ist, für Matej Czalusz. Überraschungseffekt. Felix Klaus. Vermey drückt ein bisschen seinen Gegenspieler weg, verschafft sich etwas Luft. Der Schiedsrichter sagt, das ist gerade noch so, wie es sein darf. Und dann macht er schon Treffer Nummer 2 und die Emotionen werden etwas größer. Sowohl hier im Publikum, bei unseren Fans. Und jetzt schauen wir nochmal, steht völlig frei. Hat Mikula ein Stück weit von sich entfernt. Der weiß auch ganz genau, da kann man wenig reklamieren. Also, 45. Minute. Die Gesichtszüge von Vince Vermey entspannen sich ein wenig. Ja, und dann rutscht er durch. Und der Anschlusstreffer wird erzielt durch den Stürmer, der zur Stelle sein muss. Rambo hat zugeschlagen. Ja, Rambo, Michael Rabušić. Dann dafür jetzt Ondřej Lehocký. Da musste Flo mal hin. Am Flingerbräuch gegen VfL Bochum. Und jetzt mal ein Abschluss von Schinter. Allerdings nicht das allergrößte Problem. Auch da könntest du jetzt den Wortwitz nehmen, Bird, Vögel, aber das lassen wir. Feierabend. So, Schluss. Der Pfiff unter ein gutes Testspiel von Fortuna Düsseldorf. Ja, Danny, 2:1 Testspielsieg gegen Slovan Liberec. Wie bewertest du den ersten Test der Vorbereitung hier in Oberösterreich? Ja. Winning is everything, würde ich sagen. Ne? Gewinn steht über allen, nur nicht vielleicht im Trainingslager. Mir war es wichtig, dass wir vielleicht heute ein paar Abläufe sehen, die wir die letzten Tage trainiert haben. Ich glaube, unser Spiel gegen den Ball war gut. Wir haben dem Gegner wirklich sehr wenig zugestanden. Vielleicht hinten raus ein bisschen unaufmerksam gewesen mit dem Anschlusstreffer. Aber man sieht die 2 Wochen harte Arbeit, dass wir halt schon Räume kontrollieren können. Ja, im Offensivspiel hat uns vielleicht so ein bisschen die Balance gefehlt. Aber dann bin ich auch gerne wieder Trainer und sage, Trainingslager, schwere Beine, Müdigkeit ist völlig normal. Aber wir haben 2 Tore gemacht und, glaube ich, verdientermaßen dann gewonnen. Also mit dem Test bin ich dann doch einverstanden. Gehen wir mal kurz auf die Tore ein. Du bist in der ersten Halbzeit mit Ginczek und mit Vermey mit 2 großen, wuchtigen Stürmern aufgetreten. Wurde dann auch belohnt. 2 Flanken, 2 Tore von unserem Neuzugang, glaube ich, das, was man sich dann auch wünscht. Oder da, wo der Stürmer stehen sollte in dem Fall. Ja,
ist ja so. Ich glaube, wenn man zwei solche Ochsen hat, dann muss man schon zusehen, dass man offene Füße dann auch nutzt und dann auch mal die Bälle in die Box reinschlägt. Ja, und dann haben wir natürlich jetzt auch jemanden dazu bekommen, der gerne halt auch in der Luft arbeitet. Das hat er beim zweiten Tor gemacht, Vincent. Also er hat gezeigt, dass er Tore schießen kann. Und dann, ja, darüber hinaus Ginny natürlich auch. Hat viel gebunden, viele Räume halt auch besetzt, blockiert. Und dann ist es ganz gut, wenn man mit so viel Wucht und Kraft dann auch vielleicht mal dann zum Abschluss kommt. Du hast es gerade eben schon kurz angerissen, 50% des Trainingslagers sind absolviert, ihr habt viele Einheiten auf dem Platz verbracht, viel Platzzeit. Hat sich das heute vielleicht dann doch ein bisschen auch widergespiegelt gegen Ende der Partie, dass dann doch die Müdigkeit ein bisschen kam? Ja, sicherlich zum einen, zum anderen natürlich auch was wechselbedingt, das muss man auch sagen. Ich glaube, dass die erste Halbzeit grundsätzlich vom Personal doch etwas stärker aufgestellt war, also gar nicht als Kritikpunkt, sondern wir haben junge Spieler dabei, die sich behaupten müssen, die vielleicht noch etwas mehr müde sind von den letzten Tagen. Also das merkt man dann schon, die noch nicht so in den Abläufen drin sind. Das ist völlig normal. Daneben können dann die anderen ein bisschen wachsen, ein bisschen Verantwortung übernehmen. Gerade wenn man so ein spielstarkes Mittelfeld zweite Halbzeit hat mit Abelkamp, mit Tanaka und Fernandes, dann geht auch trotzdem was. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum es in der zweiten Halbzeit ein bisschen holpriger war, aber erste Halbzeit war schon gut, was wir gemacht haben und auch ansatzweise in der zweiten Halbzeit. Dann geben wir uns noch kurz zum Abschluss einen kleinen Ausblick für diese Restwoche, Resttage des Trainingslagers. Wo wird da nochmal der Ansatz gelegt? Montag dann das letzte Testspiel, bevor wir Dienstag abreisen. Ja, wir sind ja seit Dienstag hier, also direkt dann aus dem Flieger in den Bus, dann auf dem Trainingsplatz, haben die Zeit genutzt, haben dann nochmal das Wochenende reflektiert, den VW Cup, den wir ja dann erfolgreich auch für uns gewinnen konnten. Und dann waren es ja die Doppeleinheiten, die schon viel für die Beine waren. Wir haben nochmal im läuferischen Bereich was zugelegt. Und jetzt ist es auch mit dem Abschlussspiel heute, wollen wir morgen ein bisschen regenerieren, also ein bisschen mal auch dann ins technische Training, aber regenerativ rein. Dann haben wir Freitag, bei Sonntag dann auch nur eine Einheit. Montag verlangen wir nochmal ein bisschen mehr von den Jungs, da wird die Spielzeit noch ein bisschen höher ausfallen. Ja, und dann Dienstag gibt es nochmal eine Einheit und dann geht es zurück. Dann haben wir viel und intensiv gearbeitet, aber jetzt ist vielleicht nach dem Spiel heute auch ein bisschen die Regeneration vordergründig dann auch bei uns dann auf der Platte. Vincent, 2:1 in unserem ersten Testspiel des Trainingslagers. Du hast doppelt zugeschlagen. Ich würde sagen, mustergültige Tore, eins mit dem Fuß, eins mit dem Kopf. Ja, freue mich natürlich mega, dass es heute für mich ein Doppelpack gelungen ist und ja, insgesamt glaube ich auch verdient. Sind das genau die Tore, die du dir ausmalst, dann auch für die Pflichtspiele, Flanken ins Zentrum und dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Ja, klar. Ja, das heißt nicht für nichts Vorbereitung. Also ich muss es am Endeffekt noch zeigen, glaube ich, also auf jeden Fall in der Liga auch und ich hoffe, dass das auch so wie heute klappen wird. Wie ist denn jetzt dein Eindruck aus den ersten Testspielen, die du mit den Jungs absolviert hast? Wie ist dein Eindruck, die Eingespieltheit, kommt die so langsam rein? Ja, so langsam schon. Ich habe heute auch mit ein paar Jungs gespielt, mit denen ich die letzten Spiele noch nie gespielt habe. Also das ist natürlich auch wichtig, dass man mit jedem so ein Gefühl kriegt, nicht nur im Training, weil ich glaube, im Spiel ist es immer ein Tick anders und ja, von da war es heute wieder gut, um mit wieder anderen Jungs zusammen zu spielen und es hat ja geklappt im Endeffekt und ja, wir haben noch ein paar Spiele noch in die nächste Woche vom Ligastart und ja, dann hoffe ich, dass diese zusammen, ja, das Zusammenspielen, dass es noch besser funktionieren wird. Wie bewertest du bisher das Trainingslager? Ihr habt viele Einheiten auf dem Platz verbracht. Heute ein kräftezehrendes Spiel bei den Temperaturen. Sind da müde Beine und ein bisschen Regeneration jetzt angesagt? Ja, ich hoffe es ja. Nein, die müde Beine, die waren auf jeden Fall da. Das haben wir alle gespürt, heute Morgen schon. Und ich glaube auch nach dem Spiel mit ein paar Jungs gesprochen. Und man hat es auch ein bisschen so gemerkt. Ja, trotzdem glaube ich, da muss man dann durch. Das hat der Trainer dann auch gesagt vor dem Spiel, der weiß, dass jeder dann müde ist und kaputt ist, aber das ist halt Trainingslager und dafür ist es dann auch ein Trainingslager, um jeden Tag mal alles zu geben, viel zu trainieren und dass man diese Ablaufen reinkriegt und ja, ich glaube im Endeffekt guten Tag für uns.